Ja, und da sind wir wieder, liebe Leute. Die Spielbewertung, die Spielbewertung. Oh. Ich bin gespannt. Rome hieß das Spiel. Kritiken für Rome. Boah, eine 8, super. Noch eine 8. Sehr unterhaltsam, habe es tagelang gespielt. Ja, unterhaltsam. Jetzt aber nicht absacken. Ihr Schwerpunkt auf Level Design tat im Spiel sehr gut. All Games. Sehr, 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 sehr schön. Schließen. Yippie, dippie, du. Und es verkauft sich. Und ach ja, Spielehistorie. Klar. Auftragsarbeit. Hi, ich habe gerade Rom und ich bin von ihrem Talent beeindruckt durchgespielt. Komischer Satz. Ich bin in der Auftragsvermittlung tätig und wir können Ihre Fähigkeiten gut gebrauchen. Wenn Sie jemals knapp bei Kasse sind, bin ich immer. Geben Sie mir Bescheid und ich schaue, ob ich ein paar Aufträge für Sie an Land ziehen kann. Jason. Aufträge wurden nun freigeschaltet. Um verfügbare Aufträge anzuzeigen, schließe diese Nachricht und klicke dann irgendwo auf den Bildschirm, um das Aktionsmenü zu öffnen. Kann ich jetzt nicht, ich ja. Heute wurde die neue Plattform TS von Nintendo veröffentlicht. Klasse. Können wir allerdings auch Spiele dafür machen. Ja, Spielbericht. Erstens, Geschichte und Strategie sind eine großartige Kombination. Spielweltdesign scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Ja, das ist klar. So, jetzt gucken wir doch mal. Das verkauft sich noch. Wir sind bei 344. Auftragsarbeit finden. Aufträge sind ein nützliches Mittel, um ein wenig extra Geld zu verdienen, wenn dein Guthaben niedrig ist. Und ein paar Forschungspunkte zu generieren. Das ist natürlich auch wichtig. Wir können unsere eigene Engine, glaube ich, machen. Aufträge machen das nur für eine gewisse Anzahl an Design- und Technologiepunkten zu erzielen, bevor die Zeit abläuft. Oh, es geht auf Zeit. Oh. Entscheide mit Vorsicht, welche Aufträge du annimmst. Wenn du ihn nicht in der vorgegebenen Zeit erfüllen kannst, musst du eine Strafe zahlen. Deshalb ist es besser, mit kleinen Aufträgen zu beginnen, um zu sehen, wie viel du bewältigen kannst. Ja, wie hoch ist die Strafe? 4000. Das ist ein Witz. Komm, dann machen wir mal. Los, beeil dich. Und nicht denken, einfach nur arbeiten. Genau, da haben wir Forschungspunkte. Super. Noch ein? Jawohl. Das schaffen wir. Hast du gut gemacht. 19.000. Zusätzlich. Jason hier. Ich habe gerade vom Kunden gehört, dass der Vertrag erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Ausgezeichnete Arbeit. Klopf, klopf auf die Schulter. Normalerweise kriege ich alle 6 Monate neue Aufträge rein. Schauen Sie doch später nochmal nach. Was? Hat er jetzt keine mehr? Doch. 3 Wochen. Das. Hui. 3 Wochen. Hui. Das könnte knapp werden. 15 Punkte. Versuchen wir das mal. Wo die Strafe ist gering, ja. Mir kommt es hauptsächlich auf die Forschungspunkte an. Rom wurde vom Markt genommen. Naja. Ja, es ist okay. Schade, ich hatte mir mehr davon, ein bisschen mehr versprochen. Naja, gut, okay. Komm, beeil dich, Baby. Die Zeit läuft ab. Ey, beeil dich. Hau rein. Finger auf die Tastatur. Scheiße. Aber wir haben 60 Forschungspunkte. Ah, dann lassen wir das jetzt mal. Der andere war noch knapper. Forschung. Eigene Spielengine. Yeah. Forschung beginnen. Yeses. Cool. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wie gut die ist. Also, jetzt die wird am Anfang noch nicht so toll sein, aber besser als das, was man uns zur Verfügung gestellt hat. Du hast eigene Spielengine erfolgreich erforscht. Ja, du kannst nun deine eigene Spielengine entwickeln. Die muss man auch noch entwickeln. Um damit zu beginnen, schließe diese Nachricht und klicke dann irgendwo auf den Bildschirm, um das Action-Menü zu öffnen. Action! Ja! Kosten 0.
Oh, da ist irgendwie 2D-Grafik. Ach, das kann man auswählen. Ja klar, lineare sind gespeicherte Spielstände. Endlich mal. Hallo? Das ist die Noob. E. 1.0. Die Loop E1.0. 90.000. Lalalala. Ja gut. Oh, jetzt muss der 55 Punkte. Du erstellst nun an deine eigene Spielengine. Wenn die Spielengine fertig ist, kannst du sie bei der Spielentwicklung verwenden. Ja, das hoffe ich auch. Sehr schön. Ach, guck mal, der macht auch Forschungspunkte dazu. Ja, das ist gut. Machen wir nur Spielengines. Nicht am Kopf kratzen. Wasch dir die Haare und zieh mal einen anderen Pullover an. Jo. Na? Der sollte noch rein. Deine neue Spielengine Noob E1.0 ist jetzt fertig. Glückwunsch, deine erste Spielengine ist jetzt fertig. Du solltest ihn in deinem nächsten Spiel ausprobieren. Das machen wir. So. Neues Spiel entwickeln. Thema. Oh Gott. Oh Gott. Gefängnis? Hat man noch nicht. Genre wählen. Action. Plattform wählen. Nehmen wir doch mal die TS. Die hat man noch nicht. Oh, da müssen wir Lizenz zahlen. Ja, okay. Unser Geld schwindet. Das muss was werden. Spielengine, die Noob E1. Jawohl. Block. C. Nennen wir es einfach mal. Spiel kurz im Gefängnis. Action TS. Boah, jetzt. Halleluja. 2D-Grafik V2. Natürlich, das kostet nochmal 60.000. Halleluja. Ist ein Riesenerfolg. Das hoffe ich auch. Die Verkaufszahlen haben die Erwartungen bei weitem übertroffen. Ich setze jetzt mein ganzes Pferd da drauf. Ein Kunde sagte, ich liebe die Spiele, die für TS erhältlich sind. Und das Spielen mit einem Controller macht viel mehr Spaß als mit der Tastatur. Äppäppäppäppäppä. Ja. Die Consoleros. Oh. Storyquest brauchen wir gar nicht. Also Linie-Erzählung brauchen wir nicht. Aber Engine, gespeicherter Spielstand. Ist das so? Ja, mal so. Bisschen anheben. Okay. Block C, Block C. Ja, Dialoge brauchen wir auch nicht. Level Design ist Action, ja, ist wichtig. KI ist auch wichtig. Ah, nicht. Na, komm hier so. Ja. Das können wir nicht höher machen. Ne? Ja, gut, okay. Ja, dann mach los. Acht und acht. Wenn du Spielberichte entwickelst, bekommst du eine Einblick, das kennen wir doch schon, und lernst, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Diese Erkenntnisse werden als Hinweise auf dem Entwicklungsbildschirm angezeigt. Es sei denn, du hast es.
den Einstellungen abgeschaltet. Reichen von ist und zeigen an, wie wichtig ein Bereich für diese Art von Spiel ist. Wenn Hinweise ein Fragezeichen im Inneren haben, zum Beispiel bedeutet das dies, dass zwar Erkenntnisse über ein Spiel im gleichen Genre vorliegen, du aber noch nicht sicher weißt, ob das auch für diese spezielle Genre-Themenkombination gilt. Ach so. Oh. Okay. Oh, da, guck, 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 guck. Oh, Action ist auch Sound wichtig, ja. Ja, da haben wir noch Grundtöne. Ah, wir haben die 2D-Grafik. Grafik, Spielewelt Design. Machen wir, das brauchen wir bei Action eigentlich nicht, ne? Nur ein bisschen. Nam, nam. Nam, nam, machen wir weg. Sound. Gehen wir noch ein bisschen runter. So. Zwei Drittel nur oder so, ja. Das ist okay. Okay. Das ist alles noch sehr ausgeglichen hier. Eigentlich müsste mehr. Ja, jetzt kommt es langsam. Feststellen. Wir müssen erstmal die Bugs rausmachen. Ja. Oh Gott. Leute, 76.000. Und das ist. Hoffentlich habe ich mich da jetzt nicht übernommen. Levelaufstieg. Ja, sehr schön, schön, schön. Oh, ich bin auch Level 2. Nur die Grafik hinkt noch hinterher. Dialoge und Story-Quests. Ja, wir haben noch keine Rollenspiele groß. Ich habe noch kein Thema dafür. Spiel verwerfen können wir uns nicht erlauben. Spiel veröffentlichen. Neue Forschung verfügbar. Spieltutorials und Monosound. Ah, das hätten wir mal eben gebraucht. Ja. Spielbericht erstellen. Na, ja, 76.000 hätte gekostet. Oha. Plus die 80.000 hier, ne? Und ja, die Engine hat ja auch noch mal um die Kante gekostet. Oh Gott. Wir sind kurz vorm Pleite. Wir sind wie in dem ersten Monat. Oh, wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel von Block C erwartet. Ja. Ich würde sagen. Angst. Angst, essen Sie auf. Das muss ein Knaller werden. Ich würde sagen, wir schauen uns das beim nächsten Mal an, ja? Okay, ciao und bye bye.